Ist und dann Kirsche bestimmt. Dann ich und dann der Kirsche. Na, du kannst doch manchmal mit Dennis aufnehmen. Nachdem, wie er drauf ist. Achso. Ich muss halt wieder selber starten. Ja. Ich hab da nicht dran gedacht. So. Marine! Bescheuerte Farbe ausgewählt, aber egal. Ich hab Violett. So, und eingefahren, ohne Form-Up und dann direkt ein CLK GTR-Fahren. Oh, na, was soll da schon schief gehen? Wir hatten da gleich den Baum mitgenommen. Ich hab den Baum mitgenommen. Warum? Ich hab einen hellblauen CLK genommen, ist das schlimm? Ach, what the fuck? Das war ein bisschen sehr... Oh, Stevie, was war das? Zickzack fahren, kennst du das? Von dir, ja. Ja, das Rennen ist dann wieder gelaufen. Mach das nicht! Das Rennen ist lang und die Crashs sind häufig. Also ich hab jetzt schon 2 am ersten Meter geleistet. Auto, nein! Ah! Oh Gott, war das gruselig! Das ist so ungewohnt, so ein hellblauen CLK, ne? Mal ernsthaft. Ja, Kirsche, schön bunt. Ich brauchte nicht bremsen beim Rausfahren. Ich hab mich vorher weggedreht. Sehr gut. Ja, uneingefahren loszulegen. Kenn ich, sehr gut. Ist echt keine gute Idee, uneingefahren loszufahren. Ja, gut, egal schon ob ich einfahre oder nicht. Ich bin gleich Auto, nicht driften. Wo willst du hin? Weil das ist ja echt gruselig, was ich hier fahre. Warum? Oh, setzt er mich nach draußen. Willst du. Was ernsthaft, Kirsche? Ja. Du hättest so lange gewartet und weiterrutschen. Alter, wie habe ich denn hier einen Überschlag gemacht, Dennis? Erklär mir das mal. Überschlag gemacht? Weiß ich nicht, ich habe deinen Bildschirm nicht gesehen. Ich hab vollkommen Überschlag gemacht beim Rausfahren da. Mensch, mach doch nicht so ein scheiß Auto, warum? Den hab ich da überholt? Mich? Weil ich einen Überschlag gemacht habe in der Abkürzung. Ja, wie auch immer du das hingekriegt hast. Nicht ein Frontflip, sondern ein Backflip. Oh, okay. Aber der Mercedes ist auch, der springt gerne. Ach Mann, was fahre ich denn hier gerade? Der Mercedes, fahr mal die Viper. Wir fahren doch wieder mal typisch HP2, ne? 2 Dreher habe ich schon. Ja, du musst die aufteilen auf die verschiedenen Strecken. Meinst du? Oh Mann. Alter, Mann. Oder alle in einer Strecke und den Rest gewinnen. Oh. Gewinnen außerdem. Wahrscheinlich. Irgendwann schaffst du das. Alter, irgendwann. Ich nehme hier gerade jede Wand mit. Was ist das? Das kenne ich auch. Es liegt aber an der Strecke, Stevie, und an dem Auto. Kann ich dich beruhigen. Ja. Die passen nicht gut zusammen. Passen sehr gut zusammen. Oder es liegt an der Autofarbe. Aber man müsste besser eingefahren sein wie ich aktuell, nämlich überhaupt nicht. Ja, aber also, der LM passt hier viel besser hin. Was? Der LM? Ja. Och nö, der dritte Dreher. Den LM will ich hier nicht sehen. So, habe ich jetzt alle Dreher durchspielen oder muss ich mich nochmal drehen? Unter Steuern gab. Also, dass ich dieses Rennen momentan noch anführe. Ja. Ich bin jetzt wie gewohnt letzter, weil ich mich unbedingt meinte, dreimal drehen zu müssen. Reine Glücksgeschichten, weil alle verunfallt sind. Weil das ist ja echt gruselig, was ich in mir zusammengefahren bin. Oh, nee, Fahrzeug nicht nochmal. Jonas, können wir auch spielen, ja, für eine Pelle hier, ey. Ja, ich musste mich ja drehen, damit ihr mich im Ja, ich habe auch am Anfang irgendwie dreimal überschlagen, da war eine Brücke da. Überschlagen? Ja, mir auf der Brücke. Du überschlägst dich, Jonas macht einen Backflip. Ja. Wir machen heute die Stunt Racers oder so. Ja, ich wollte so Stunning Racers sagen, aber passt ja nicht. Stunning aus. Wäre auch nicht schlecht. Betäubenden Raser. Nein. Ja, deswegen. Die Stunt Racers müssen sein. Aber Stunning ist aber auch eigentlich ein positiver Ausdruck im Englischen. Kann man auch verwenden. Geht auch. Atemberaubend. Ja. Stunning Racers. Ja. Komm, bei den Fehlern, die waren schon sehr atemberaubend. Genau, das ist scheiße, dass es gut ist. Nicht so erstaunlich. Das ja, natürlich, ach, natürlich, natürlich. Das hätte sie nicht sein müssen. Jetzt hätte ich im Ziel sein müssen normalerweise. Nein, noch nicht. Jetzt hättest du im Ziel sein müssen. Aber ich komme natürlich jetzt. Ach, come on, ey. 10 Sekunden zu spät! 10!
Nicht die Wand. 10 Sekunden zu spät. Wow. Da kann ich noch vorher ins Ziel. Oh, man. Ja, bei der Haarnadel nicht liegen. Oder generell so eine Kurven hier. Jawohl, noch vor Jonathan ins Ziel. Ja, 10 Sekunden hast du da nicht verloren, aber schon. Das hab ich, glaub ich, ja selbst über 5 schon. Das. Nee, ich hab's ja auch woanders auch verloren. Achso, ja, Mann, ja, gut, ja. Der 4:24 muss ich hier fahren, das ist meine Zeit. Aber 4:34 ist auch. Ah, was heißt deine Zeit? Von welchem Startplatz? Der Sieg. Oh, wartet ein mieses Rennen. Vom Zeitfahren. Was? Wirklich? Ich hab mich 3-mal gedreht. Und wie viel. Spieler waren da erlaubt? 8? 2? Ach, weiß nicht, ich hatte den Server aufgehabt und war. Ja, genau, wenn du da 8 oder 2 macht einen Riesenunterschied. Ja, so wie der hier, aber nur ein Spieler war drauf. Ja, gut, dann, vor ja, dann ist es ein ähnlicher Zeitplatz. Nicht vorletzter geworden. Ach, Mann, noch 10 Sekunden. Ach, kotz ab, ey. Echt, du hast eine 24 gefahren, okay. So. Ah doch, genau, das hatte ich vorhin auch mit Jonas. Deswegen zusammen. Will ich mich normalerweise einfahren, aber ja. Ging ja heute leider nicht. So, Palm City Island. Oh. Um genau so eine Scheiße zu verhindern. So lang, 3 oder? Runden. Murcielago. Oh Gott, ey. Ich bin mal sehr unzufrieden mit dem ersten Rennen. Murcielago. So. Wo ist denn mein Hellraiser überhaupt hin? Jetzt, oh, ach, da unten ganz. Ich wollte gerade Wagen wählen, aber ich bin schon dran, ne? Ja. Okay. Yo. Ich habe mich gerade noch mit der Maus gedrückt gehalten, gestoppt. Aber ich war sowieso nein, schon nicht, dran, das habe ich noch nicht drücken. Nein! Ja. Da kann ich hier mal ein bisschen sinniger fahren. Mal gucken. Oder wird das auch wieder eine Katastrophe? Ja, wenn ich nichts sehe, auf jeden Fall. Dann mach doch die Augen auf. Überholt ihr mich eigentlich alle sofort? So, die Abkürzung wollte ich nicht. Ich habe eingelenkt. Ich bin ja bremsen gegangen, aber ich wurde überholt von allen. Oh, ich habe eingelenkt, aber irgendwie wollte er lieber die große Kurve nehmen. Der untersteuert aber auch in den Kurven ein bisschen. Ja, der untersteuert sehr. Also. Ja, das war auch crap. Mein Gott, was fahre ich mit dem zusammen gerade? Wow! Ja. Das wird ein einsames Rennen auf der Entfernung. Ja, kenn ich. Team Speed sind ja bei dir. Da ich die Abkürzung nicht genommen habe, habe ich keinen mehr bei mir. Ja, die werden alle eh schneller als ich. Ah, hätte ich ja eigentlich. Oh Gott, das Spiel hat auch. Also Kirsch ist bei mir die Abkürzung links gefahren und dann hat das Spiel festgestellt, oh, er ist ja doch rechts gefahren. Nee, die hat dich mal ganz gut getroffen. Ach, ich war mir davor leider schon wieder nicht mehr sicher, wie ich schalten muss oder nicht. Aber oder? Der Netzcode dachte, du bist links gefahren. Und da hat der Netco festgestellt, oh nee, da stimmt was nicht, der ist doch rechts. Wo kommt er denn jetzt dahin? Auf einmal warst du dann wieder da. Aus dem Nichts wieder aufgetaucht. Ja, war auch wirklich so gewesen. Hier für lieber schnell wieder. Und wie ist es so da vorne allesamt? Das sah schon lustig aus, wenn der links weiterfährt und plötzlich ist er dann auf einmal rechts und vor mir. Also ein Vorteil ist, dass die Luft hier vorne ganz gut ist. Nicht so viele Auspuffgase. Ja, ja, ja. Das ist bei mir nicht anders. Ich meine, ich bin hier. Na, den Bauboot doch nicht. Ach so, okay. Ich bin so ganz allein. Ich hätte die Abkürzung noch nicht mitnehmen dürfen. Also untersteuern, das kann er. Ja. Ja. Deswegen habe ich die Abkürzung ja nicht gekriegt. Oh, du komm rum. Guck mal, da sehe ich euch alle auf der Karte. Wie süß. Aber darum existieren ja auch Leitplanken, damit ein untersteuerndes Auto rumgeholfen wird. So kann man es auch sehen, ja. Ja. Nein, was willst du jetzt mit dem dritten? Ich bin überrascht, wie ich noch so nah an Ruki und Jona dran bin.
Der dritte war völlig falsch an der Stelle und ich drück ihn. Ich schalte mir, glaube ich, auch eine große Grütze hier zusammen. Diese Untersteuerung, Alter. Das Auto was? Driftet so gerne, ey. Ja, an der einen Ecke bin ich halt auch ganz schön gerutscht. Oh, mein Gott, das ist alles schwammig. Oh, bin ich mal so weit hinter denen, das wundert mich. Eine Runde. Nee, HP2 unangefahren, das ist echt keine gute Idee. Und darum. Wer war das? Ich würde sagen, das war die Abkürzung, oder? Nein? Weil ich durfte jetzt mal die Abkürzung übrigens mal nehmen. Diesmal hat das Fahrzeug gesagt, ja, nehmen Sie mal. Cool. Ändert nichts daran, dass ihr kilometerweise vorne seid. Ja, wenn du die nicht nimmst, dann, ich glaube, es lohnt sich sogar dann zurückzufahren. Mein Gott, ich fühle mich bei weitem noch nicht eingefahren, ne? Es fühlt sich immer noch alles schwammig am Kacke an hier. Ach, was war das denn für ein Mist? Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ja, sind alle Berge. Und was war das? Das war ein Versuch, die Kurve zu kriegen, aber ich hab's doch geschafft. Wie ist das anders so? Also bei dem Schrei hat sich die Kurve bestimmt erschrocken und ausgewichen. Nein, jetzt bin ich endgültig weg. Ach Gott, was mach ich denn? Anderthalb Runden, eine einfache Runde habe ich gut gehalten hinter den. Nein! Jetzt wird's eine Runde. Ja, wir setzen! Und dann haben wir einen halben Dreher, reicht der auch? Jetzt wird's ein halbes. Ach, da du vorhin zwei hattest, das ist okay. Drei hatte ich. Ja, dann ist okay. Okay, die Abkürzung durfte ich nicht nehmen. Das Spiel hat mich eher in die äußere Perspektive gehauen. Die Außenperspektive? Ja, okay. Außenbar. Dieser eine Teil, wo du doch entweder das Innere davon nehmen kannst oder das Äußere. Ich wollte ins Innere. Ich dachte, du hättest jetzt die Kamera gewechselt aus Versehen irgendwie. Ja, warte, hier können wir auch fahren, so. Genau. Kannst ein bisschen die Landschaft zeigen, den es nicht dauern. Mir liegt HP2 echt überhaupt nicht, ne? Das kotzt an. Mann, Kirsche ist auf dieser Strecke besiegbar, aber ich fahre halt echt nicht gut gerade. Also eigentlich rolle ich nur rum, um dir eine Chance vorzugaukeln. Nein, ich rolle nur rum? Das ist bezweifelt. Dafür ist die Performance wiederum zu gut. Kirsche hat sich heute so gedacht, so normal fahren, ne, ich rolle nur. Ach, das bezweifle ich. Dafür ist die Performance zu gut dann wiederum. Zu viele Fehler gemacht. Ja, ich dachte, wenn ich jetzt dir klar mache, dass du keine Chance hast, dann gibst du gleich auf und ich habe meine Ruhe hier vorne, aber hat nicht geklappt. Obwohl 2,59 war gar nicht so scheiße. 2,334 ist meine Beste bis jetzt. Der will aber auch in diese Abkürzung nicht rein, ne? Da will ich nicht rein, nein, tu mir das nicht an! Da ist mir das aber nicht! Warum? Bei den Fehler, wenn ich mal angehen, weil ich mehr schneller als in der ersten Runde. Das ist ja ein Witz. Ernsthaft. Naja. Ich finde das sehr belastend, dass man bei dieser recht langgezogenen Rechts nicht mit Vollgas die ganze Zeit rumkam. Ne? Ein anderes Auto würde es bei der Geschwindigkeit hinkriegen. Ja, ein anderes Auto müsste es aber abbremsen, um auf die Geschwindigkeit runterzukommen. Also. Ja, ach, er kann doch gerne hier jetzt immer. Aber dieses Auto kann halt nicht schneller und das kommt da trotzdem nicht rum. Also, das ist. Was hat Lamborghini da zusammengebaut? Du kannst ja auch gerne einen Speedster fahren, wenn du willst. Nee. Oder ein Lotus Elise können wir dir noch anbieten. War ein Schulbus. Ja, Schulbus! Naja. Ja, komm, rutsch halt noch mehr, danke. Ach man, na super. Ja. Wenn ich gerade denke, ey, ich bin gerade gut dabei, dann mach wieder einen Fehler. Ja, gegen Kirsche muss man halt einfach perfekt fahren, sonst geht's halt einfach nicht. Da hab ich mich weggedreht, Leruti, da hast du dein Platz. Mal gucken.
Kannst du mir doch nicht meine Aufgabe wegnehmen, Leonard. Was soll denn das? Ja, tut mir leid, mein Auto wollte halt auch mal mit dabei sein. Das ist doch unglaublich. Wie ist es so? Naja, beschissen. Man gegen Kirsch aber auch. Ah, der macht doch auch kaum Fehler, der Mensch. Da ist das. Ja, das will ich jetzt so nicht sagen, aber. Das sind halt noch überschaubare Fehler. Das ist schlecht. Solltest du mal auf häufige Fehler umändern. Musst du gerade sagen, Dennis, du machst vor und Kirsche macht nach. Genau. Ich mach's ja schon die ganze Zeit vor, weil ich nicht eingefahren aber bin. Aber auch nicht genügend. Ja, genügend, dass ich Kirsche nicht kriegen kann. Ja, aber nicht genügend, dass wir rankommen. Ach, das ist ja nicht so schlimm. Doch. Doch, doch. Das finde ich jetzt kaum belastend, muss ich sagen. Ja, also. Dich belastend, ja. Oh Mann, ey. Wie sich der Abstand zu Kirsche allmählich vergrößert, ne? Aber die ersten beiden Runden habe ich mithalten können. Ja, sehr unangenehm. Jetzt rutscht der hier so dumm rum und macht sonst vielleicht zu Faxen hier. Dann mache ich jetzt dein Auto kaputt, so. Geht du da durchfährst! Off Collision, off. Ja. Ja, aber Mann. Wenn sie alt an wäre, dann wäre es jetzt kaputt. Ja, deins aber auch. Ach, natürlich muss ich mich in der letzten Runde einmal komplett drehen. Nee, brauchtest du gar nicht. Du hast doch im Rennen davor schon gemacht. Ja, aber die ganze Zeit hat's geklappt, ja. Bis auf diesen halben Dreher. Aber jetzt muss ich mich komplett einmal drehen. Diebster, was stehst du da hinten? Obwohl, ja. Die zweite Runde war, glaube ich, gut für meine Verhältnisse. Ich muss gleich mal gucken in Asak. Ich glaube, das war sogar für meine Verhältnisse gar nicht schlecht. Hört's auch später. Naja. 304, besser war es nicht. Na, ich guck gleich nach, wenn das ist ja eine Arbeit von vielleicht maximal 5 Sekunden da kurz auf den Arsch. Das sind 5 Sekunden, das ist. Die fehlen uns, weißt du? Hätte er es nicht gesagt, hättest du gar nicht gemerkt, dass da 5 Sekunden fehlen würden. Jetzt weiß ich's, so. Also hättest du dich da nicht gedreht, hätten wir die 5 Sekunden schon längst wieder rausgeholt. Halt's Mund! Ja. Tibi! Ey, lass mein Auto heute, Stevie. Mach es kaputt, los! Fahrst du Schrott? Ich fahr dran vorbei! 2,57, ja. Natürlich, Kirsche. Ist schon klar. Ja, und irgendwie geht das alles auch noch schneller. Die Sekunde schneller als ich, ey. Selbst die Ruti war besser als du, Dennis. Nee. Ja, aber die Rundzeit 2,59 war für meine Verhältnisse gut, also... Wieso war die Ruti besser? Ach so, nee, ich dachte, ich hatte die letzte gesehen. Nee. Okay. Stimmt. Ja, die letzte war korrekt, das ist klar. So, was war denn die letzte? Ach, du Scheiße! Ja, nee. Ach nee, verguckt. 3,33. Ja, also so schlimm war die jetzt nicht. Ach du Scheiße! Mein Gott, die war nur 2 Zehntel langsamer als Lerutis Beste. Ja, ich hab grad Stevies Sites gelesen wegen. Aber Stevie, du hast dich jede Runde verbessert. Also du musst jetzt mal positiv sehen. So gut, wir können, glaube ich, mal die nächste Strecke einstellen, würde ich sagen. Naja, Asek, da stehen die Zeiten der einzelnen Runden drin. Ja, aber ihr seht meine bei euch? Ja, alle. Natürlich. Alle, die mitgefahren sind. Nein. Na, oben siehst du die. Hast du nicht ASEC offen? Doch, aber ich habe den auf dem Hauptmonitor, hinter dem ist, das Spiel ist davor. Dann brauchst du die Dennis raus als Tab-Technik. Ja, habe ich kein, kann ich eigentlich, aber habe ich keinen Bock drauf. Oder auf den Zweitbildschirm. Ein und ausgehört vorwärts. Das wäre vielleicht eine Idee, oder? Ja, ich meine, ausschließlich dafür habe ich diesen Zweitbildschirm, um da ASEC zu haben. Den CL-55, das Schlachtschiff, bitte. Ich muss ganz kurz runter, dauert nicht lang. Das sagen sie alle. Oh, da hat mein Spiel gerade geruckelt. Weil Jonat runtergegangen ist. Deswegen ruckelte mein Spiel jetzt. Also es wäre zeitgleich, also. Jonat muss jetzt die 900% wieder anstellen. Darf ich jetzt dann auswählen jetzt? Auf Tastatur vor allem, ja. Ja. Ich hatte extra gewartet, bis er wieder auf dem Server ist. Was haben wir? CL-55. Und der Kirschsalat. Teil. Okay. So ein Kirschsalat, will ich mal sehen. Ja, ich hab mal gegoogelt, aber viel findest du da nicht so.
Dann erfinde mal einen und lege Patent drauf an. Kann man da auch Patent anlegen, drauflegen? Weiß ich nicht. Wieso fallen wir eigentlich nur auf diesem... keine Ahnung. Kann Kirsche ja mal versuchen. Ja, Tropen, weil wir nicht in Urlaub gekommen. Wir sind mehr in den Tropen als irgendwas anderes heute, ja, ne? Ja, die ersten... Warm hier. Ist da dieses Jahr nicht unterwegs gewesen im Urlaub, sind wir oder? Dann nachher aus den Tropen endlich mal raus? Wegen Corona bist du nicht. Ja, nach der Strecke haben wir ja alle Tropen durch. Dann hat sich der Generator gedacht, ja, dann können wir dich auch mal verlassen. Ich gebe komplett Vollgas und die überholen mich einfach, du, ne? Du fühlst mich aber auch. Also irgendwas, das ergibt doch kein... Ich gebe Vollgas über oben. Du warst eine schlechte Linie gefahren und hast dadurch mehr Speed verloren. Punkt. Je mehr du lenkst, desto schlimmer. Das Spiel braucht Windschatten. Ja, einfach nur geradeaus fahren und wenig lenken. Genau, lenken tut nämlich auch Speed nehmen. Ah! Aber man muss auch so viel lenken, dass man nicht und da kommen die Wände. Tschüss, wir sehen uns. Die nehmen übrigens auch Geschwindigkeit weg, Stevie. Die Wände? Ja, genau die. Das habe ich auch gerade gemerkt. Weißt du, was auch noch Speed wegnimmt? Bremsen. Ja, bedingt, ja. Oder vom Gas gehen. Genau, das reicht meistens. Ja, das heißt ja, wer bremst, verliert. Und weißt du was noch? Resetten. Ja, das nimmt ganz viel Speed weg. Kommt drauf an, was man in der Config eingestellt hat. Ich hoffe doch, jeder hat ein und dieselben Settings drin. Kannst du mit 320 resetten dann? Ja. Vor allem mit dieser Karre hier. 320, wumm! Es würde halt auffallen, aber es ginge, ja. Gott, aber kann die Karre 320? Dann kannst du die auch nein, kannst du nicht. Dann aber sie fährt dann halt kurz 320 und fällt dann runter auf die Geschwindigkeit, die sie kann. Ja, und dann kannst du wieder resetten, ne? Genau, dann kannst du wieder resetten, ja. Genau, dann nimm doch Stevie. Guck mal, ich wollte dich überholen und dann dachte ich, ich spüre rüber die Wand. Da kannst du auch Stevie mal ein Rennen gewinnen. Irgendwie viel zu viel. Genau, ich resette mich dann nur noch. Ja, und ihr fragt euch, was ist hier los? Ja, es ist gar nicht so einfach. Du kannst dich einfach so was? Auf offener Strecke resetten. Ach, come on, Auto. Du hast das sonst immer geschafft, da so rumzufahren. Ich hab's auch ein bisschen die Wand mit denen um, Dennis. Ich bin da sonst immer so rumgekommen und jetzt macht das Auto das so eine Faxen, ey. Grrr. Grrr. Ja. Was ist da denn jetzt los? Kirsche, kommst du gerade wieder? Nee, ich bin Fünfter, der dauert. Ja, der ist vor mir, ach, ja. Mist. Ach, Auto, bleib hier. Ach, du bist das, Jonas. Schämst du dich gar nicht, oder was? Nee, nicht bei den Fehlern, die ich hier mache. Da schäme ich mich schon, ja. Ja gut, das kann sein. Das war eben gerade richtig dumm gefahren. Nein, Fahrzeug! Hallo, wo willst du hin? Hallo, da habe ich gar nicht hingelenkt. Ja. Durchaus vorstellbar. Hast du gar nicht hingelenkt. Ja, plötzlich zieht das einfach so rüber. Ja, vielleicht hast du irgendwas berührt. Oder die Reifen haben deinen Grip verloren. Ich finde manchmal lustig, wie das Auto auch so schön schräg springt, ne? Also voll in die Schräglage, das Ding. Richtig schräg. Eine selbe Palme, wie ich die ersten Rennen erwischt habe. Wirklich schräge Sache, das. Langsam fühlt sich das Feeling besser an, aber es ist irgendwie so zwei Rennen zu spät. Aber ist doch Kirsche ist so weit hinten. Naja, ich glaube, in diesem Rennen ist Kirsche so weit hinten, da kannst du das alles ausgleichen. Ja, bei dem langsam kommt man auch schlecht wieder ran. Ich habe jetzt erstmal meine Reifen gewaschen. Okay, sind sie jetzt schon sauber? Sind sie jetzt besser? Die fahren sich irgendwie genau gleich. Ich weiß auch nicht. Dann läuft aber irgendwas verkehrt. Wahrscheinlich waren sie vorher halt auch schon sauber. Könnte daran liegen. Das, obwohl ich bei den ganzen Sand und so durchgefahren bin. Nein, der Sand ist sehr fest irgendwie bei dem Spiel. Ja, ne? Der ist irgendwie. Der bietet auch sehr viel Grip in diesem Spiel, muss ich sagen. Also, das ist schon erstaunlich. Ey, was ziehst du zur Seite? Bleib hier. Ja, kenne ich. War das langsam. So, Auto, was hältst du jetzt von der Abkürzung, von den Abkürzungen zum Ausgang? Nimm mal den diesmal vernünftig oder wie sieht das aus, Auto? Scheiße! Aha, es geht doch. Immerhin Stevie ist mal an der Nähe.
Kyle! Ich fühle mich nicht ganz einsam hier. Das sehe ich nicht mal. Ich weiß nicht, ich hab dich eben gesehen, ja. Eben war es auf der Karte. Bleib mal stehen, damit ich dich sehen kann. Ja. Das würde ich nur machen, wenn ich wüsste, dass du mit dem Nachfahren ausgehen bleibst. Meinst du, der wird von dem Nachfahren? Otto, spring doch nicht. Alter, wie viele Salate haben wir hier eigentlich? Ey, wirklich? Ich hab zwei Stück Tomaten und Kirschen. Och, ich weiß nicht, so ein kleiner Dämon-Salat. Der Dämon-Salat. Wie schmeckt der denn? Ja, nicht gut. Den würde ich doch mehr sehen wollen als ein Kirschsalat, also wie der aussieht. Er schmeckt bestimmt höllisch. Ich glaube auch, er ist höllisch scharf. Feurig. Der Sternsalat? Oh Gott, jetzt wird's interessant. Ja, wird's mir heiß. Ach, ein Dämon-Salat nicht, wird nicht heiß. Ach so. Ja, die Hölle soll noch ein bisschen. Oh Mann, ey. Was haben wir eigentlich bitte für Themen drauf? Interessant. Ja. Den gleichen Unfug wie immer. Ich bin ein Zivi-Salat oder Jonas-Salat. Nochmal Reifen gewaschen. Das passt gar nicht. Ich mach jede Runde die Reifen sauber. Just in case. Warum rutscht du da nicht durch? Ja, der durch den Gang runterschalten macht dir da so ein Wusch-Steuerung. Wusch! Ja, das ist ganz okay so ist eigentlich. Macht einen Wusch. Genau. Nee, der zieht dann so richtig schön runter, wenn man von 5 in den 4. geht. Dann kannst du richtig geil rüberziehen und dann macht das selbst mit dem Wasser nichts aus. Eigentlich eine ganz tolle Sache. Ich war gar nicht im 5. Autsch! Du hast da sonst nicht so hart gerutscht. Warum tust du das diesmal? Oh, die Bremsen greifen aber gar nicht schlecht, habe ich gerade festgestellt in dieser Abkürzung hier. Da braucht man die Wand gar nicht mitnehmen. Nein! Ich wollte doch nicht hier rein! In dieses Zeug-Ding hier. Na egal. Okay, der war interessant, aber der war schnell anscheinend. Langsam. Stark gebremst. Okay. Ich frag mich, Diebster meint sie ja. Der war richtig crap. Oh Mensch, der war aber richtig scheiße. Ja, ich dachte, ich überschlag mich mal komplett und stehe dann auf der falschen. So weit aus. In die falsche Richtung wieder. Rutsch nicht so viel und fahr da jetzt in die. Ich frage mich, was das gerade echt sollte, wieso der Überschlag sein musste. Oh, die Route fährt hier unten lang. Ja. Risiko. Ja, mit dem Auto geht's halt. Meistens. Mit dem Auto geht's halt. Es ist so scheiße, das Auto, mit dem geht das. Ja. Sag's doch gleich so, Kirsch. Ja, mit dem Fahrrad würde ich da sicherlich auch gut hochkommen. Also vielleicht müsste ich schieben, aber... Boah, hast du vielleicht das gleiche Geschwindigkeitserlebnis wie mit diesem Auto hier. Das könnte sein, Gott. Ja. Ich hab grad den Depend, das war auch lustig. Was? Ja, irgendwann ist es dann zu langsam und dann... Schlafen, okay. Also ungefähr, ja. Ach ja. Siehst du, das Auto versetzt einen sogar schon in den Schlaf. Ich glaube, Mercedes sollte sich da Gedanken machen. Das ist diese gemütliche Sitzheizung. Sie sollen ihren Slogan ändern. Wir bringen sie zum Schlafen. Wo ist der Kirschsalat? Die können schlecht schlafen. Ich hänge hier direkt hinter der Mutti. Mercedes. Ich war auch schon zweimal kurz so einmal oder so vorbei. Können, aber, genau. Yeah. Warum ist der Kirschsalat so langsam hier? Das Auto ist so langsam. Ach so, das Auto ist es, ach so. Ach nee. Eigentlich ging's. Also die erste Runde war scheiße, aber danach ging's. Dann musste ich halt Stück für Stück an allen vorbeiarbeiten. Ja. Stück für Stück. Yep. Ja. Ah, wow! Meine 1,7 Tonnen haben sich aufgeschaukelt. 1,7 Tonnen, also das heißt, ich habe vorhin gerade 1,7 Tonnen zum Überschlagen gebracht. Ja. Oh, gut. Die arme Straße.
Ich repariere die nicht. Also wenn die jetzt irgendwie Schlaglöcher hat und wir dadurch auch die Kontrolle verlieren, wissen wir ja, von wem das kam, ne? So, bitte diesmal mehr Innenauto. Ja, so. Tempo, ey. So ist das schon schöner aussehend. So. Jetzt fährst du hier auch noch geschmeidig rum. Aber ihr seid schon längst an dieser einen Stelle vorbei, wo ich mich überschlagen habe. Also passt schon. Nein, nein, gerade doch. Naja, dadurch hast du nicht genug Speed drauf gehabt hier beim Runterfahren. Und Auto, du bist schon eine komplizierte Geschichte. Ach ja, ein einsames Rennen. Aber das Rennen war vernünftig. Ja. Das Rennen war vernünftig. Ich hab noch ich sehe einfach keinen mehr. Schon längst, schon lange. Was? Die letzte Runde war noch nicht mal nur eine Verbesserung dadurch. Ach, schon schmarr. Wir wissen alle übrigens gleich, ne? Dennis wird gleich richtig schlecht sein. Er kommt mit langsamen Fahrzeugen nicht klar und wir fangen gleich die Elise. Ja, ja, und dann kommt noch Speedster und Speedster. So schnell ist das Auto ja hier auch nicht. Weil langsame Fahrzeuge liegen ihm hier nicht, wissen wir ja. Ja, es war die letzten Renntage nicht das Gelbe vom Ei. Das ist wohl wahr. Und das wollen wir auch so beibehalten. Schöne Position. Ich würde es gerne verhindern. Nee. Niemals. Jetzt haben wir uns an diese Tradition gewöhnt. Eingepackt. Jetzt bleibt diese Tradition auch, ja. Wir haben in der Startanstellung hier eingepackt, können wir mit mir losfahren. So. Stehst du nicht falsch rum? Du stehst voll falsch rum. Ich sehe da jemanden. Wo bleibt denn der Rest des Feldes? Wenn nur einer irgendwie bleibt. Das ist ein Morsecode. Ja, Spectaten haben sie ja hier nicht eingebaut gehabt. Ja, nee. Das ist sehr bedauerlich. Vielleicht hat sich EA für ihren Netzcode beim Spectaten geschämt oder so. Bibi! Du bist. Tünn er so durchgeschlängelt wieder. Oh, aber die Rundzeit ist bei Kirsche mal wieder. Was für eine Tropfsteinhöhle ist hier denn gerade als Musik? 2,36, aber die Rundzeit ist wieder on point bei Kirsche. Ja, die erste war halt richtig Grotte. Oh, aber 2,98,53 für mein Verhältnis zu einem ASAC-Rekord. Aber bei Kirsche 2 Sekunden. What the fuck wolltest du hier ausmachen? Alter Schwede. Ja, so ein bisschen bei den Kurven, ein bisschen bei den Geraden. Ja, ja. Ein bisschen bei den Abkürzungen, ein bisschen bei den... Ein bisschen mit Nitro. Ja, genau. Ein bisschen Tuning in der K.ini. Die kommt ja vom Server. Er selbst der besten Runde. Der hat die Sheet Engine für sich entdeckt. Genau, Multipointer Structure, billiges Zeug. Da hat Reset Speed 300 km/h drin, resettet sich die ganze Zeit. Ja, Fußball-Szenik-Drive bin ich denn blind hier. So, da dann müsstest du es bei der Top Speed sehen. Ey, 6 Sekunden langsamer pro Runde ist doch... Vorwärts und gespiegelt fahren wir aber das. Das war durchaus eine Kunst. Das haben manche echt absichtlich versucht, weil du kannst nicht einfach resetten, wenn du nicht gerade crasht. Also du musst möglichst viel crashen, damit du musst recht langsam fahren, damit du resetten kannst, ja. So, oh. Wie fuhr man denn das Ding nochmal gleich? Wir rückwärts. Elise, genau, nee, rückwärts ist keine gute Idee. Nee, rückwärts haben wir später. Nee, er meinte im Rückwärtsgang oder so. Ach so. Ich meinte rückwärts. Ja, aber er soll rückwärts fahren. Das ist ein Sprintrennen. Der wird da irgendwo, glaube ich, gegen eine Wand fahren oder wo? Ja, da sind so Begrenzer. Ist mir ganz recht. Ja, ist sein Pech, genau. Oh, der Kirschsalat braucht noch ein A, ist so. Ja, ich war ein bisschen. Ach, ja. Oh. Das Auto mit der komischen Schaltung. Apokalypse! Ne? Jo. Bei mir ist alles ganz normal. Ja. Ebenso. Ja, wie gesagt, wenn ihr das bei uns videotechnisch seht, dann wisst ihr, was los ist. Ja, ja, ich hab's gesehen beim letzten Renntag, ich meine am letzten HP2-Renntag. Das ist gigantisch, was hier so abgeht, oder? Boah, ey. Vorsichtig, da kommt was! Aber wir haben jetzt auch Doom-Musik, also passt das doch. Ja, gut. Macht mal bitte vorne alle einen kräftigen Unfall, damit ich ein tolles Thumbnail bekomme. Danke! Oh, da war eine Abkürzung, die ich nehmen wollte. Was für eine Abkürzung? Achso, na gut, also ja.
Ich hab den Rest davon genommen, reicht das? Jetzt ein schöner Unfall, damit ich ein schönes Thumbnail habe. Komm, was haltet ihr davon? Gar nichts. Warum das denn nicht? Mach selbst einen Unfall, dann hast du auch ein Thumbnail. Eben. Ja, oder warte noch kurz, bis ich vor dir bin, dann bin ich auch mit drauf. Na. Lass dich am besten mal zurückfallen. Kannst du sehen, so macht man's richtig, ich mach's gerade falsch. Geht's jetzt hier links oder links? Okay. Danke, Map. Bitteschön. Stevie, bist du die Map? Nee, aber ich dachte, ich rede mal für die Map. Irgendwer ist ja sonst so schweigsam. Wo ist Kirsche? Vor mir oder? Ja, vor hinter mir dir. Hinter mir noch, okay. Also konnte ich mich das zumindest noch halten. Noch. Oh. Meine Theorie ist... Wolltest du nicht links rein? Vor... Was, links? Nee, wollte ich nicht. Habe ich mich zu spät. Ah, was mache ich denn jetzt hier auf einmal? Links war ja auch verkehrt. Du bist schon richtig gefahren, Diebste. Ja, ich weiß. So, einmal den Busch mitnehmen. So. Busch. Ja, das macht er hier ja leider nicht. George W. Bush wollte er mitnehmen. Ja. Naja, also ich glaube, den würde ich am Straßenrand stehen lassen. Was war denn das für eine Wandberührung da vorne? Oh, nein! Mann, ey, verdammt! Ach, der Rennen wieder weggeworfen. Wo ist der Windschatten? Ich verarsche nur bis vorne. Nee, ich bin Fünfter. Ja, schön, ich bin Letzter. Ja, alles wie immer. Ach, der Rennen weggeworfen, ne? Ich glaube echt, dass mein Fehler für immer war, nicht den fünften Gang zu benutzen, weil jetzt komm ich ja hinterher. Also das muss ja irgendwie ein Zeichen sein. Na gut, wir hatten es ja gerade getestet. Der vierte war jetzt eigentlich auch nicht so wirklich schlecht. Okay. Es gab eine Stelle, wo ich den Eindruck hatte, dass ich mit dem fünften an Jonah drangekommen bin. Bitte, Elise. Ja. Ja, das ist richtig. Okay. Nein, nicht noch weiter raus, Mann. Ah, das gibt's doch nicht. Jetzt lass mich doch mal da vorbei, Jonas. Ah! Ja! Wie knapp soll das gewesen sein, ey? Tatsächlich, der ist vorne. Ja, ein Fehler war so ein Lacker, ey. Und, nicht so rum. Krass, 2200 Film. Ja, ich war's alle schon durch, what the fuck, das Ding. Oh, so ein Lacker. Ach, Jonas, die 200 Slätze auch noch schneller fahren können. Ja, ich hab's ja versucht. Ja, ich hab's. Die eine Kurve, da war irgendwie langsamer geworden. Ich weiß auch nicht. Da war irgendwie nicht so gut Mann, gefahren. Nee, da war was drin. Ein Fahrfehler und schon war das Rennen weg. Boah, das war langsam, Jonas. 3,541 war das ja, aber mein Rekord, den ich gestern gemacht habe, 3,498. Also ich war sogar langsam. Extra auf uns gewartet. Na, ja. Das ist aber heute nett. So, alter Angeber. Na, mit dem Auto, ne, da muss das ja auch mal sein, ne, weil das war ja sonst immer Katastrophe. Ich meine, so, Kirche. Paul Vince. Dass wir so ein Rennen, wo Tometo der Erster werden könnte. Ja, das könnte passieren. Vorwärts. 5 Ründels. Und Chevrolet Corvette. Ach, die Corvette. So, nochmal Gegencheck. Habe ich alles richtig? Ja, habe ich. Warum kann ich hier nicht auch Cheat Engine für benutzen? Verdammtes Spiel. So, die fahre ich natürlich in Blau, logischerweise. Okay, 6 Wagen gewählt und los geht's. Ach, jetzt kommt die Hana, weil ich mit einem kaputten Schaltwippe so scheiße fahren kann. Naja, ich fahre immer scheiße. Dito. Also willkommen in der Gesellschaft, ne? Ja. Ja, gut, die fährst du Automatik oder manuell? Na, was mach ich denn hier, Alter? Hallo! Ah, wo liegt denn hin? Beruti? Automatik. Ah. Der musste erst Bremsen überlegen. Die Bremsen gehen kaputt. Ich denke, mich vor den Leitplanken geflogen, ey. Oh, Alter, quäl dich doch da mal rum, Auto. Okay, Haarnadeln gepackt. Jetzt können wir wieder normal fahren. Ja, ich bin letzter. Naja, die hast du noch viermal vor dir. Ja, leider.
Nein, was zum... Hä? Was sagt das denn jetzt? Weiß ich nicht. Ja, da war der Dreher. Und ja, tschüss, Leute. Ich bin auch ähnlich, bin ähnlich gegengefahren. Mich hat er nicht gedreht, zum Glück. Ich hab Glück gehabt. Ich muss mich drehen, damit ich letzter bin. Wissen wir doch alle. Was, Stevie, wenn du schon mit der Einstellung rangehst, ist es ja kein Wunder, dass du dich dann drehst. Du meinst, ich mach das mit Absicht, oder was? Ja. Ja, oh ja, Unterbewusstsein, ne? Ja, also ja, eigentlich glaube ich das auch. Natürlich. Also nicht sagen, das Drehen, aber... Du musst sagen, heute gewinne ich mal ein Rennen. Das muss wieder ein, das ist die Einstellung. Nein, ich will ja mich auch nicht drehen, Mann. Du willst Rennen gewinnen und nicht drehen, genau. Wow. Das ist die Einstellung. Du musst Erster werden. Ich will Erster werden, nichts anderes. Wie ich so bei so einem Dennis, so einem Jonat, so einer Kirche. Ja, genau. Und so einem Leroti. Die kassen alle in den guten Boden, ey, irgendwann. Ja, natürlich, genau. Ja, fang halt an mit sauber durchkommen. Das ist doch nur Training. Sauber durchkommen, danke. Sache ist, hast du mir noch nämlich eine Ecke. Ja. Ah. Was war ich denn hier für ein Mist? Das war sehr interessant gefahren. Verdammt. Scheiße, ich kann das Rennen auch aufgeben. Ich wäre auch nicht Erster, ey. Ach nee, das war dumm. Da wundert mich, dass Hamilton, wenn er auf Dritter ist, eigentlich noch zu Ende fährt und rennen. Warum sollte er das denn nicht? Ja, weil er mein Erster werden will. Naja, aber es ist halt für die Gesamtrekorde, ne? Wie viele Punkte hast du denn? Du sammelst doch trotzdem bis zum wievielten Platz Punkte? Zehnte. Erster für Weltmeister. Ja, in diesem Jahr, aber er kann ja immer noch so und so viele Punkte, keine Ahnung was, ne? Gibt ja immer noch die Konstruktionspunkte und so. Ja, ist ja auch alles schon entschieden. Also, zumindest bei Mercedes. Wo ist auf Platz 3 noch? Wie viele Rennen gibt's denn? Wie viele Rennen sind denn noch? Das war's. Ab heute 0. Ach, ist jetzt komplett durch? Oh, ja. Nein, es ist Dezember. Das vergrabe ich doch nie. Also, wir hatten gesagt, es gab noch niemals vorher 2 Rennen im Dezember. Ah, können auch mal ein bisschen bei Schnee fahren, oder nicht? Und habt ihr euch vorgenommen, ab nächstes Jahr alle Sky zu holen, damit ihr weiter verfolgen könnt? Nö. Nö. Als ob. Tja, weil die Formel 1 ist ab nächstes Jahr auf Sky. Ja, ja, nicht nur. Oder per VPN irgendwo anders. RTL darf, glaube ich, 2, 3 oder 4 Stück übertragen. Ende und Ende war es das. Die dürfen auch übertragen? Ja, aber nur 2, 3 Stück, glaube ich. Ja, vielleicht haben sie sich den Deutschland Grand Prix, falls es gibt überhaupt einen? Keine Ahnung. Nee, ich glaube, es gibt gar keinen. Bobby. Nee, aber von dieser Formel 1, wem auch immer es gehört, Gruppe, gibt es halt eben auch Übertragungen. Vielleicht nehme ich dann lieber die, aber irgendwas muss ich, naja, mal gucken. Also ich weiß halt, dass Sky sich das wohl komplett geschnappt haben soll. Ich glaube, hier dieses F1-TV, das gilt für Kunden in Deutschland nicht mehr. Doch, F1-TV gucke ich. Ja, ich glaube, da wurde das irgendwie wirklich als Bild? Für alle. Wie als Bild? Also als Bild, also als, ja, also wo man Autos fahren. Du siehst, wie sie fahren. Ja, natürlich. Ich habe dieses F1-Ding gekauft, aber nur den Driver-Tracker und sowas. Ich dachte, das ist irgendwie... Oh, come on. Ja, du musst monatlich bezahlen. Jährliches Abo kriegst du nur nicht, aber... Ach so. Gucken kannst du. Das war irgendwie so... Die Frage ist, ob das, ob das jetzt nur nächstes Jahr ist, dass Sky sich geschnattert und RTL dann wieder versucht, dann mehrere Saisons ist, ne? Dann die mehrere Saisons? Nee, ich glaube, es ist erstmal nur eine und nächste müssen sie halt wieder bieten, weil wir haben meisten Bieter halt eben. Ach so. Ja, ist recht, weil, wobei eigentlich ab nächstes Jahr ist doch schon Schumacher wieder dabei. Und zwar Mick. Achso, ja, genau. Aber ja, gut, das ist ja sein erstes Jahr, das wird doch nicht so brandinteressant sein, ne? Naja, aber dann übernächste Saison. Ist, glaube ich, also. Boah, was war das denn Auto? Ja, der wird halt irgendwo hinten rumrollen, das ist jetzt, ja. Ja, das ist erstmal die Anfangsphase von ihm. Genau. Aber, laut eigener Aussage rollst du heute ja auch bis rum und bist erster Kirsche. Wenn sich das, wenn er das so durchzieht wie in den anderen Formel-Rennen, dann wird er eigentlich auch irgendwann vorne mitspielen. Wenn er das so durchzieht wie bei den anderen, dann wird er übernächste Saison Weltmeister. Immer im zweiten Saison ist er Weltmeister. Also naja, dann würde er halt das weiter durchziehen, ne? Ein Schumacher muss wohl gewinnen. Mit welchem Team fährt er dann mit? Am Anfang? Ich weiß gar nicht, wo er ist jetzt. Das Haas, ja. Das Haas hat ja jetzt dieses Jahr auch nicht gerade die beste Performance gehabt. Nee, deswegen. Das ist halt. Und dann nächstes Jahr haben die 2 Newcomer, also keinerlei Erfahrung, ob das Auto gut oder schlecht ist. Du kannst Newcomer nicht gleich hier einen der großen. Nein, davon jetzt mal ab, aber ich meinte allgemein. Ich fing auch mit McLaren an, einfach Ja, gut, das war. Obwohl auch fast Weltmeister direkt am Anhieb. Also ja, trotzdem, aber an sich.
Es gibt noch einen ganz anderen vielversprechenden Newcomer, dem würde ich das zutrauen. Wie ist denn nochmal Fernando Alonso? Der fuhr ja auch im Young Drivers Test mit. Der fährt bei den Young Drivers Test mit, genau. So ein Witz, ey. Ja, der ist ganz neu im Geschäft. Du. Ja. Niemand hat das vorher von gehört. What the fuck? Ganz jung ist der, ja. Meine Fresse. Ja, aber lasst ihm einfach erstmal die Chancen, die neuen. Gucken, wie es wird. Boah. Ja, aber könnt schon, ich meine, also die nächste Saison ist ja eh so ähnlich wie diese Saison, sage ich mal, weil es kaum Regeländerungen gibt. So gesehen kann es gut sein, dass dann übernächste Saison RTL wieder mitbietet. Schauen wir mal, weil da gibt es viele Regeländerungen. Ach, wieder die Abgriffe verpasst, ey. Mann, wo fahr ich denn hier hin? Also, ist das sowieso interessant, wie viele Regeln immer mehr reingefügt werden. Irgendwann dürfen die Fahrer aber gar nichts mehr, wenn das weitergeht. Ihr dürft nicht das Gaspedal benutzen. Naja, doch, ihr müsst es sogar selber benutzen. Das war früher alle möglichen Hilfen, die haben schon verboten worden. Irgendwie bin ich hier super langsam gerade auf der Strecke. Hier helfen, damit dir nichts passiert. Aber Moment, jetzt darfst du sie nicht mehr nutzen. Da, dann Punkt. Nee, passieren nicht, aber es gab ja zum Beispiel mal so einen halbautomatischen Start, ist auch alles verboten worden. Schutzkontrolle. Ja, schön, sie fügen es ein, um es genau, danach zu verbieten. Ist ja, nein, ist nicht eingefügt worden, sondern es war halt vorher nicht verboten, ja, also haben es irgendwelche Leute angefangen zu machen und dann wurde es halt doch verboten. Oder dieses DAS, das von Mercedes ist ja auch verboten, ja, nächste Saison. Was, DAS gibt es nicht mehr? Nein, nö, das, nö, die hatten doch so ein Aufwärmsystem für die Reifen. Dual Axis, das ist quasi wie mein Lenker, das kannst du auch nicht nur links-rechts bewegen, das kann man auch nach vorne und nach hinten ziehen. Meins kannst du halt nach oben und nach unten kippen. Für was brauchst du das? Ja, bei mir ist es nur ein Wackelkontakt, ich meine ein mechanischer Verschleiß. Aber bei ein Wackelkontakt? Ja, ein Wackelkontakt ist es nicht, weil es kein Kontakt ist, aber vom Prinzip her. Ne, bei denen ist halt so, du kannst, was war's nochmal, du kannst den Geradeauslauf der Vorderreifen verstellen. Meine Güte. Ich bin überhaupt nicht zufrieden mit meiner Performance hier gerade. Auf welchem Platz bist du denn? Oh. Zweiter. Ah, okay. Letzter. Dann wäre ich ja auch unzufrieden. Noch ja, also als Zweiter, entweder Erster oder gar nicht. Ich glaube, du wärst nicht unzufrieden, Diebster. Also, Diebster darf, es ist interessant. Für Diebster gibt es nichts anderes als Erster. Wenn er nicht Erster ist, sagt er immer grundsätzlich, Rennen ist gelaufen. Ja, ist also, das ist ja interessant also, bei ihm. Ist ja so. Ich fahre ja gerne auf Platz 5 hier rum. Ja, was soll ich denn sagen als Letzter, hä? Ja, ist er. Du weißt ja, wie es mir auch geht. Ja, wenigstens bist du nicht Letzter, also immer nicht so rum. Problem ist, ich sehe halt, dass meine Rundenzeit nicht das ist, was ich sie gestern gefahren bin. Das ist doch altbekannt. Beim Üben bist du doch immer besser. Der hat ja nicht geübt. Der konnte sich ja nicht einfahren. Ja, ich habe gestern, heute hat das Warm-up gefehlt quasi. Hätten die mal abkürzen gefahren, ja super. Aber gestern habe ich ja geübt. Ja, es hat sie ja 4 Runden Warm-up. Ja, das Warm-up ist jetzt nicht das Problem, ich underperforme hier so oder so gerade. Nein! Och, komm schon! Weiß nicht, was da gerade mein Problem ist. An der Wand kleben geblieben und erstmal fast drehen. Die Abkürzung hat mir effektiv gar nichts gebracht. Und das Ding ist ja, ich habe gestern noch gesagt, da ist deutlich mehr als ein 2.14 drin und jetzt schaffe ich noch nicht mal eine 2.14 glatt. Ich bin 2.14.66 als Beste. Ich bin nicht mehr bei unter 1.20. Ich habe eine 2.24. Warum schalte ich jetzt nicht in den vierten? Okay, die letzte Runde ist auch für den Arsch. Ja, die habe ich auch in den Haarnadeln verloren, die letzte Rundenzeit. Da kann nichts mehr kommen. Ja, warum wollte ich... Da habe ich jetzt beinahe die Abkürzung vercheckt und wollte außen rumfahren. Ja, ich mir. Da dann auch passiert dreimal in Folge. Wo ist Jonat überhaupt? Weit hinter Leruti, wieso? Ja, weil Leruti und die mit Adern ist der. Bist du der Weiße? Nee, ich bin schwarz. Oh ja, warte, okay. Nee, ich glaube, du hast gerade Diebster gesehen. Ich bin noch vor Diebster. Das kann sein. Ja, der taucht in so eine Ecke der Karte auf. Ja, auf. Das war Diebster. Ich bin dazwischen. Wahrscheinlich war das, ja. Ich sehe mal Jonas ab und zu mal auf der Karte. Das war so auch. Ich sehe gar keinen. Ich sehe, ihr habt dich gerade gesehen, Stevie. Ernsthaft? Ja, in der Ecke. Bist du weiß? Dann ja. Ja, bin ich.
weiß-gräulich, ja. Okay. Ja, jetzt wissen wir Bescheid. Jonathan ist ein Schwarzer und Stevie ein Weißer. Ich da auch. Gut, mal wieder, ey. Hat er nicht gesagt, oder? Das habt ihr doch gerade gesagt. Also. Prinzipiell schon, aber nur prinzipiell. Rassismus-Skandal, Matthias, ja. Wer ist denn der Gelbe da überhaupt? Ich. Ja. Das ist ein Asiate, der genau, das wollte ich damit andeuten. Und davor ist noch ein Schlumpf, der blaue, ne? Und die Roten, wenn jemand rot hat, dann ist er Indianer, ja? Ja, genau. Damit haben wir die komplette Rassismus-Schiene durch. Das ist nicht wahr, ne? Die Runde, die letzte Runde, wo ich nicht in den vierten geschaltet habe und auf 179 festklebte, das war natürlich eine Verbesserung vor allen vorigen Runden. Ja, hättest du mal da einen vierten geschaltet? Grün, ja. Sind denn Marsianer und war das blau? Das wäre eine Maßnahme gewesen. Das könnte man machen. Ja, blau ist Schlumpf, wurde ja gesagt. Ja, entweder Schlumpf oder Vulkan, so. Würde noch möglich sein. Boah, 2,14,60, ey. Nee, das war nicht gut. Das war nicht gut da drin. Ah, nicht, 2,19, ja super. Nicht für mein Niveau das Rennen gewesen. Nee. Unzufrieden damit. Guck mal, da seht ihr mich kurz. Naja, nicht nur kurz. Oh, naja, jetzt siehst du mich nicht mehr. Ja, gleich, sehen wir, dich so noch viel länger. Oh, ich hab nur 2,23,76 hingekriegt. Na, siehst du, immerhin. 2,12, ja, ist klar, natürlich. Alter. Eine Kirsche kommt langsam auf sein alten Niveau zurück, habe ich das Gefühl von früher. Nee, also Bestzeit im Sinne von, die vorige Bestzeit war von heute Nachmittag. Also, ja. Davor war es eine Null halt eben. Ach so, dein ASAC-Rekord auf nie Better Speed war Null, okay. Genau. Ja, nee, also Corvette, keine Ahnung, aber ich hätte noch meine Corvette. Corvette ist halt eben kein Auto. Entsprechend. Also, das kann ich dir sagen, Kirsche, das wird dir keiner unterbieten, die Null. Nee, kommt schneller schön als Null ist schwierig. Opel Speedster. Ja. Opel Speedster, okay. Aber ja, ich hatte das auch eine Null, also ich bin genauso gut wie Kirsche, ja? Bist du zum ersten Mal Speicherliste. Du kannst mal sehen, wie sehr du dich in diesem Rennen verschlechtert hast. Ja, leider, ist richtig mies, was ich mir jetzt so gefahren habe. So, Wine Country, vorwärts gespiegelt haben wir das. Und wir haben das, wenn ich das richtig sehe, 3 Runden. Und ja, das siehst du richtig. Und mit dem Popel Speedster. Wie war denn das jetzt? Die der fliegt mit den Speed aus der Nase. Oder die Diebster hasst den Elise? Oder beide? Oder? Ja, den Speedster mag ich etwas lieber als den Elise. Der Elise, der hat so eine merkwürdige Schaltung. Na gut, die sind beide ja, irgendwie komisch, aber. Ich dachte irgendwie. Ja. Nein, ich finde die Schaltung von allen Klasse 5 Autos scheiße. Den, also so falsch fliegst du da nicht. Wir fahren den Speedster jetzt 3 Runden und danach hat direkt 7 Runden. 7 Runden. Ach, scheiße sind die Schaltung von dem Auto alle. Also von den Klasse 5 Dingern. Sag mal, hat dein Random-Generator gedacht, ey komm, die letzte Runde muss man gleich mal 8 Runden fahren? Wenn dann richtig. Auto, wo man nicht weiß, ja, ist aber auch das Auto, wo man nicht weiß, welchen Gang man fahren soll, weil da ist es zwischen 3 und 4, wo man immer so die Schwierigkeiten hat. Die Automatik hat mich auf den vierten gesammelt. Na, das reicht aber noch locker flockig der dritte aus, weil der dritte geht bis 3 und 11. Ja, sagt das der Automatik. 300? Ich will schon wieder meine 300 sagen. Also wenn deine Opel Spitze hier 300 fährt. Das möchte ich sehen, wenn du das Ding 300 fährst, ja? Boah, das wäre ein Träumchen, wenn er das könnte, also das würde ich feiern. Dann wäre das Ding ja endlich mal gut. Oh, ich bin im fünften. Was willst du denn da? Hat die Automatik mich hingepackt. Ja, Mieke. Warum mache ich denn jetzt hier so einen Drift hier? Was soll denn das? Auch, mich hat er auch auf 5 gesetzt. Ja klar, wenn du auf Automatik fährst. Ja, natürlich, war ja Automatik. Naja, jetzt habe ich aber mir selber versaut, weil ich so einen Drift gemacht habe. Ich bin aber länger immer irgendwie mal häufiger auf manuell fahren soll, schon mal üben. Ja, aber wenn ich das mal anfangen will, muss ich den Motorsound höher schrauben. Ja, definitiv. Weil sonst wird's schwierig. Ich brauch nur meine Geschwindigkeitsanzeige, dann bin ich happy. Ah ne, ich mag Motorsound. Ich brauch, für sowas bräuchte ich safe den Motorsound, sag ich dir, wie es ist. Das würde mir... Ja, wenn ich dann dauernd irgendwo anders hingucken müsste, no way. Ja, aber das hat...
das hat bei dem Spiel ist so gut, dass ich ja total im Auge, dass der Speed-Anzeige hier, das ist ja... Ja, aber ich muss trotzdem hingucken. Ich meine, hier wird's vielleicht gehen, weil ich die Strecken irgendwie kenne, aber... Aber da habe ich kein Problem mit. Aber wenn die Anzeige natürlich so beschissen wie bei Need for Speed 4 oben sonst wo liegt, ja, dann... Das war jetzt total doof. Dann kann ich das natürlich auch nicht. Warum mache ich immer einen Fehler, ey? Kann doch nicht wahr sein. Ich weiß jetzt nicht mehr, was Need for Speed 4 oder Nice, aber irgendwo konnte man eine Taste einstellen, dass man sich die Geschwindigkeit vorlesen lässt. Was? Hier. Moment, was? Ja, ja, du kannst irgend so eine Taste und dann sagt er halt die aktuelle Geschwindigkeit. Was nichts bringt, aber... gerade aktuell. Ja, und dem ist schon wieder veraltet. Ja, natürlich, hi. Ja, wenn du Egon noch mehr hören möchtest, kannst du dieses Feature nutzen. Warum musste ich mich denn jetzt hier drehen? Wenn du von Egon einfach nicht genug bekommst, dann kannst du dieses Feature nutzen. Ich habe nie von gehört von dem Feature. Ich auch nicht. Es bringt auch nichts, aber also man kann es halt machen. Ja, aber warum haben sie es dann eingebaut? Vielleicht war EA auch Fan von Egon. Wenn sie noch Fan von ihm sind, warum haben sie dann irgendwann rausgenommen? Vielleicht für Barrierefreiheit oder was, keine Ahnung. Ja, Barrierefreiheit. Wenn du nichts sehen kannst, dann kannst du wenigstens hören. War das der vierte, wo der zuletzt das gesagt hat? Ich weiß es gerade gar nicht. Nee, Need for Speed Porsche klingt auch sehr nach Egon. Aber HP2 definitiv nicht. Nee, das ist ein anderer Typ. Aber der hat Egon keinen Bock mehr zu sagen. Von wegen letzte Runde. Aber dessen Stimme finde ich auch nicht schlecht. Na, Kirsch ist wieder vorne weg. Aber der redet nicht so viel mit einem von wegen die zweite Runde, die dritte Runde und so. Da haben sie nur eingefügt, so von wegen, ja. Ja? Jawohl, diese Kurve, die, irgendwie ist die nicht mein Freund, die mag ich nicht. Jetzt habe ich den Jonat deswegen an der Backe, wegen der Scheißkurve. Oder ist das hier gut? Ich habe keine Ahnung. Nee, Jonat. Okay. Ja, diese Kurve, die verkackt ich jetzt. Selbst ein zweites Mal verkackt. Leider Gottes. Da mache ich irgendwas grundlegend falsch, dass ich da so rutsche. Ja, irgendwie sehr entspannt, diese langsamen Autos. Freu dich, dann hast du gleich sieben Runden nochmal. Ja. Auf Coastal Parklands. Ja, das ist ja auch gut. Ist aber kurz die Strecke, jo. Und danach erfahren wir den Z8. Ach, was ist denn? Genau. Oh, ja, natürlich. Open Trail. Was mach ich denn? So wie es aussieht, parken. Parkland. Aber jetzt hat das falsche Rennen gerade. Fahren wir doch noch gar nicht. Da wollte er jetzt schon mal parken. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch echt nicht wahr. Ja. Mit dem Auto verunfallen, das ist echt geil. Ach Mann, Gott. Was ist denn das? Das kann doch alles nicht wahr sein. Da kann man mal einmal besser mit den Kerlen mithalten und dann muss man das natürlich wieder wegschmeißen. Na, nein, du Huhn! Ist halt der Speedster. Ja, überfolgen mit Speed und so. Yes. Speedster fährt den Speedster. Oder der Speedster fährt den Diebster. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Auslegungssache, ja. Ach Mensch, das ärgert mich. Ach ja. Komm wieder her. Na, dafür habe ich diese Kurve diesmal nicht verkackt. Das ist sehr interessant, das Rennen hier wieder.
Ach du, wie, was ist das denn? Naja, wir können jetzt noch versuchen, die Rundenzeit zu brechen. Ein Ziel habe ich noch. Die Rundenzeit brechen. Wenn man sonst keine Ziele hat, weil alle schon davon gefahren sind, dann zumindest noch die Rundenzeit. Ja, aber dabei kann man auch crashen. Auf einmal kommen dann noch andere rein. Ja, ich muss ja sowieso alles geben. Das hat mir so eh keine Chance bei euch. Wenn ich hier noch nicht mal alles geben würde. Gibt's denn hier auch einen Extrapunkt für die schnellste Runde? Formel 1 gibt doch so einen Extrapunkt für die schnellste Runde, wenn man in den Top 10 ist. Na, in den Top 10 ist man hier ja meistens. Hier leider nicht. Ja. Warum? Ach. Warum? Einfach nur, warum? Karma is a bitch? Einfach nur warum, ey. Weiß ich. Na, das ist unglaublich, ich versteh's nicht. Ah. Nicht in die Kurve gekommen, verdammt. Naja. Ja. So, Schadensbegrenzung. Deswegen ist es eine gute Runde jetzt. Ja, das war ja schon die letzte. Aber die kann ja gar nicht gut sein mit dem Ausreißer, den ich da wieder gemacht habe. Actually, so schlecht war die gar nicht. Boah, schneller als Jonathan. Hätte ich 2,41 schaffen können in dieser Runde, hätte ich diesen Ausrutscher nicht gemacht. Ach, das gibt's doch alles nicht. Seltsam. Das war nix. Immer. Ja, aber 2,42 hätte ich in der zweiten Runde schon haben müssen. Aber nein, ich muss ja zu weit. Ach, diese blöden Kante da. Ach, Mann, ey. Immerhin. 8,33,00 Gesamtzeit. Ist aber auch ärgerlich schon wieder, ey. Das kommt mir langsamer als die Rusi, da komme ich nicht mehr hinterher. Ach Mann, ey. Ja. Oh, ne, guck mal, 2,41,80 wäre ASAC-Rekord gewesen. Okay. Aber die Stelle ist fast genauso schnell wie die OT. Von der Zeit. Aber habe ich, glaube ich, nicht gestern geschafft, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es liegt an Automatik bei der Strecke, das merkt man total hier mit dem Speedster. Hier muss man manuell fahren. Ja, Coastal Parklands. Man verliert so viel Speed, ja, weil er dann ständig im vierten und im fünften schon rumgurkt, wo es noch gar nicht notwendig ist. Den fünften brauchst du hier die gesamte Strecke nicht. Du meintest, man verliert so viel Speed da beim Speedster? Genau. Okay. Der war, okay. Ja. Also versuch jetzt mal. Vor allem das Ding ist, du brauchst die gesamte Strecke über den fünften Gang nicht. Nee, davon mal ab. Die Automatik macht das leider aber ebenso. Ja, das fahr ist manuell. Ja, nicht mit den Soundeinstellungen und so. Guck auf die Geschwindigkeitsanzeige. Genau. Die kannst du sogar noch während des... Man darf hier nicht Escape drücken während des Rennens. Ja, ich fahr trotzdem Automatik. Ich muss das erst üben. Probier's. Ich muss das erst üben. Ja, das sagen sie alle, dann machen sie es nicht. Ja, du hast recht, aber... Wie verspricht uns von Zeiten im Jahr zu üben und der tut's nicht. Seit der Season wollte ich durchgehend immer streamen vorher. Aber ich sag ich hab's mal, einmal gemacht. Einmal so einmal geschafft. Demnächst mal Project Castle so fahren, dann kommt der Flöß so alles und so in Sachen Lenkrad und so, wer weiß. 7 Runden, holy moly. Das dachte ich mir auch gerade. Also nicht dieses Holy Moly und was auch immer danach noch. Holy Moly, was? Kanoni. Ach, Kanoni. Wie Kanone. Ach, was Holy Moly kann... Oh, ja, ja, man muss das ja noch ein bisschen ausweiten. Ja, das sagst du auch, kannst du auch gleich sagen, Holy Moly Kanoni am besten. Nee, wie Kanone. Dann ist es ja langweilig. Was musste ich denn bei der Strecke nochmal für eine Rundenzeit schaffen? Ich weiß es gerade gar nicht. Gar keine.
Das ist keine gute Idee. Das wird schwierig, ja. Ich geb Vollgas und ihr überholt mich immer! Ja, Manuel! Ist dieses Ding Linie? Ach ja, Manuel, ja. Wahrscheinlich fährst du ein Halsmund! So, einmal rumfahren bitte. Also, hallo, komm nicht so weit raus! Was bringt es jetzt? Und es macht auch übrigens. Dann hören wir dich nicht, dann passt das. Ah. Du hast mich trotzdem gehört. Ja, sei mal ruhig, so. Das war wieder gar nicht. Ich hab den Ton gerade geknistert, das war auch merkwürdig. Oh, wieder 5 da. Knistert? Ja. Knistert? Okay. Ne, bei mir nicht. Knistert. Vielleicht doch mal, dieses Manuell macht auch vieles am Fahren einfach. Also zum Beispiel bei dieser Matschabkürzung da, da musst du nicht bremsen oder so, einfach einen Gang runter und dann passt das. Ja. Das mache ich nämlich auch. Das ist meine Antwort dazu. Ja, ja, aber es macht für mich vieles einfacher. Das mache ich halt auch so, Kirsche. Das soll ich angenehm. Ah. Warum rum mit dem Helm? Ich habe viel dagegen. Zu früh gebremst. Bisher stehe ich ja ganz gut da mit der Karre hier. Wenn ich nicht irgendwo wieder verkacke, ne? Die Karre wird sich noch reichen. Mal gucken, wie du mit dem Z8 gleich fährst. Oh, damit habe ich einen ASAC-Rekord gestern gemacht, aber mal gucken, was jetzt am Renntag ist. Da wird bestimmt der Crap sein. Sache haben wir gleich. Jo, irgendwie sowas. Das stimmt. Wir werden sehen. Na, komm doch herum und steuer nicht so. Du hast die richtige Geschwindigkeit dafür, also fahr da jetzt rum. Ja, bei mir war auch sehr weit außen gewesen. Gott, das war spannend. Oh, wer hebe ich? Oh, Gott, ich hebe ab. Oh, oh. Oh. Ich hält ihn am Boden. Ach, jetzt. Kommst du gerade im Radio oder was? Jetzt ist es mir wieder eingefallen. Das war die Strecke, wo ich gestern die gleiche Zeit gefahren bin wie im ASAC-Rekord. Ja, das ist immer bitter. Und das hatten wir schon mal. Hätte es nicht noch 3000stel besser sein können, ne? Das ist bitter. Ja. Vor allem die Situation hatten wir bei mir schon mal, dass ja, ich die gleiche stimmt, Zeit. Ja. Ja. Und 1,44,66 muss. Ja, das war schlecht. Ach, Mann. Ach, ich glaube, ich. Ah, hier war der Fehler. Ich habe einen Fehler schon gefunden. Also gut, das ist schneller als man glaubt. Ich, ja. Oh nein. Das ist auch nicht richtig so. Ah, ich verliere echt in der Abkürzung, ne? Jedes Mal. Hier fahre ich die Abkürzung nicht. Die Folterabkürzung fahre ich hier nicht. Das ist blöd, ich weiß gar nicht, wo so ein lang geht. Das ist eine Folterabkürzung. Ja, die, wo man sich um die Leitplanke rumschleifen lassen muss, die fährst du nicht, Stevie. Ich weiß nicht mehr, wo die ist. Ja, halt den Waldweg. Nachstartziel, die erste. Nicht links abbiegen, sondern geradeaus weiter einfach. Also, Nachstartziel, die große Rechtskurve, die 90 Grad Rechtskurve und dann geradeaus weiter. Komm da rum! Ah, ich hasse diese Matschabkürzung, da will er immer nicht rum, wie ich will. Ich dachte, ja, der Matsch hat so viel Grip hier. Ja, wir fahren Speedstar, vergesst das nicht. Wir haben keinen Grip, Dennis und ich haben eine kaputte Straße hier. Ach ja. Das kommt auch hinzu. Bei uns ist die Straße kaputt. Wer auch immer von euch die Straße bei uns zerstört hat. Ja, das habe ich ja schon zweimal erlebt. Durch deine ganzen Unfälle. Wollte ich grad sagen, genau. Jetzt bin ich auch noch schuld. Hast du vorhin gesagt? Nee, das hatten wir ja schon in zweimal geklärt, warum das war. Ich war doch hier mit dem Monster Truck rumgefahren. Ach ja, stimmt, so war das, ja. Ja, ja, das war, hat die Straße nicht ganz ausgehalten. Was ist? Die Abkürzung wollte ich wohl mal nicht nehmen. Jawohl, ich glaube, das ist ein ASAC-Rekord. Ich glaube, das sieht sehr gut aus. Ich war nur 600stel verbessert, aber immerhin. Ja, von mir definitiv noch nicht. Oh, geiler Song hier gerade.
Wahrscheinlich habe ich deswegen noch einen Rekord gemacht. Wegen dem tollen Song hier. Das wird sein. Da fährt mein Speedster gleich dreimal so schnell. Echt? Also bei dreimal so schnell hätte ich ja ein bisschen mehr erwartet als ein paar Hundertstel. Ja, gut. Na, vielleicht war ja bei der alten Rundenzeit auch ein toller Song, das weiß ich ja nicht. Ach so, okay, okay. Das kann natürlich sein, ne? Nicht auszuschließen. Ah, komm, ah, sehr, sehr, sehr unsmooth hier. Ja, ich auch. Oh, jetzt kommt die Kirsche, glaube ich, näher. Nee. Ich glaube, du bist eher, ja, du bist weiter weg. Aber da ist so ein roter Punkt, der mir gefährlich dicht aufkommt, momentan. Ja, aber der war vor 30 Sekunden näher dran. Ach so, na gut. Aber genau vor 30 Sekunden. Ja. Oh, was für ein Headbanger-Song hier. Sitzt du da auch noch so? Ach, das macht sich beim Fahren dann nicht so günstig. Naja, bei so einem langsamen Auto geht das vielleicht eher. Wenn ich McLaren das machen würde, würde man doof gucken, weil ich hier Facecam bei mir habe. Ja, gib mal Gas da. Naja, nochmal ein 30-Zeller. Dann hast du aber auf jeden Fall eine Ausrede, warum du in HP2 nicht vorankommst. Du hörst zu viel Musik dabei. Er headbangt zu viel. Genau. Das Spiel will immer kurzfristig den Kirschhoff auf den ersten Platz setzen. Ich sehe das mal in meiner Positionsanzeige da oben. Ja, irgendwie... Irgendwie sagt sich das Spiel, wie kann das denn sein, dass Kirsche Zweiter ist? Ja, ja, das ist gar nicht gut hier. Das Spiel sagt sich wahrscheinlich, das muss irgendwie Fehler in der Matrix. Und dann noch mit dem Speedster. Was machst du da vorne? Du hast doch nie mit dem Speedster irgendwas gewonnen. Langsame Fahrzeuge liegen dir doch nicht. So war das doch, oder nicht? Ah, der crasht gleich noch. Nee, nicht auf Coastal Parklands. Deine Lieblingsstrecke scheinbar. Kannst du aber die Tankstelle mitnehmen? Macht's Bogen. Das mach ich ja schon regelmäßig. Nee, Dennis. Ja. Du bist nicht Dennis. Regelmäßig. Du bist nicht Dennis, richtig. Genau, ich mach's trotzdem regelmäßig. Ja, vielleicht für ihn oder so, keine Ahnung. Boah! Wenn du nicht nehmen musst, nimmst du sie. Wie viel? 1,44,36. Das freut mich natürlich. Schneller, ich hab nämlich gerade eine 1,44,06 gemacht. Ja, leck mich doch am Arsch, aber für mich ist es eine Verbesserung. Come on. Und die hast du mit deiner Folterabkürzung gemacht oder unten rum? Mit der Folterabkürzung, in der ich mich gerade gedreht habe. Das gibt's ja auch nicht, ey, mit dem Auto. Okay, du hast die Folterabkürzung. Hast du mir jetzt meine Arbeit weggenommen oder? Okay, dann bist du ja gut durchgekommen. Naja, nur 90 Grad nach links, also guckt man da mal kurz runter. Wie war es da so? Wie sah die Aussicht da aus? Ja, da war es noch leer, aber jetzt ist da im Rückspiegel so füllend ein Jonas aufgetaucht. Ja, diesmal ist den Kirsche abgeschossen, na gut. Darum ja Folterabkürzung, das foltert die Fahrer. Jetzt sollte ich echt mal unten probieren, aber ich weiß gar nicht, wo es da lang geht. Aber wahrscheinlich kann man damit einfach voll was durchfahren. Ne? Da links rum, rate ich dir. Ja, ja, ab ins Meer. Ja, das ist ja auch gut gewaschen, der Biester. Ja. Ja, und irgendwie bin ich bei diesem Matchding noch nie so richtig ohne vom Gas genommen gekommen. Ich weiß auch nicht. Also statt voll zur Abkürzung außen rumzufahren, ist es halt super easy. Du musst einfach eine Rechtskurve fahren. Und die kannst du auch Vollgas fahren mit dem Auto. Ja, genau, mit dem kannst du Vollgas fahren. Wahrscheinlich ist es deswegen auch besser. Ja, weil der kriegt auch richtig den Schwung den Berg runter. Das ist natürlich nicht schlecht. Ich habe auch gesehen, als ihr noch in der Sichtweite wart, ich habe da jedes Mal verloren bei der Abkürzung. Ich freue mich schon, wenn ich in der nächsten Runde gleich den Baum mitnehmen darf. Wieso in der nächsten? Kannst du jetzt schon machen? Jo. Ja. So wie letztens. Genau. Ja, nee, erst in der letzten diesmal, ne? Also in der siebten Runde, ja? Ich auch dafür, dass wir eine sechste machen. Nee. Warum nicht? Nee.
Die Erfahrung war nicht gut. Zweimal ist doch, das hat auch kein Mal, also. Es reicht schon, dass wir diesmal nicht mehr, nichts mehr vorwärts dann haben. Aber wie genial das in Jonas' Video aussah. Das sah so geil aus in Jonas' Video, wie ich da. Das war so geil. Das sah so lustig aus in Jonas' Video. Plötzlich fährt das Auto in den Wald. mehr war halt nicht drin, ne? Es war so lustig anzusehen. Oh Gott. Ja, aber die letzte Runde wird auf jeden Fall keine Verbesserung, weil ich habe da beim Eingang irgendwie die Wand berührt. Ja, wenn es die rechte Wand ist, kann das sogar was bringen. Ja, es war einfach nur Bullshit. Ja, ich glaube, da ist noch mehr drin, als ich. Bin ich drin. Ja, ich glaube, da geht noch mehr als 1,443. Weil die Massenabkürzung, da habe ich sonst immer in den dritten gegangen, aber braucht man gar nicht. Echt? Ja. Ich bin jetzt auch mit runterschalten in den dritten fast. Nee, nie sogar ohne Gas wegnehmen und rumgekommen. Ah, du bleibst dann vierten. Nein, ich gehe in den dritten und muss lupfen. Ach so, nee, aber kann man im vierten bleiben, ist mir aufgefallen. Ja gut, wenn du halt sehr viel mehr lupfst, dann halt eben. Aber bist du da nicht beim Ausgang zu langsam? Dann bist du auch bis 540 runter. Ja, 145 ungefähr. Das passt. 145 ist okay, ist die Rundenzeit. Hirscher hat keinen Baum mitgenommen, der wird jetzt disqualifiziert. Ja, nein. Das wollte ich nächste Runde machen. Der Speedster ist so langsam, der hat sich nicht mehr überschlagen, als ich gegen den Baum gefahren bin. Muss man sich gleich bei Opel mal beschweren. Euer Auto überschlägt sich nicht mal, wenn man da mit einem Topspeed in den Baum fährt. Wir sind alle durch. Ja, also ich stehe hier an meinem Baum, hier an meinem Stammbaum, wo ich immer gegenfahre. Stammbaum? Ja gut, gell? Kann man auch anders verstehen. Da pinkelst du regelmäßig gegen, oder was? Revier markieren. Na gut, ich könnte, wenn das Spiel mir das erlauben würde, da auszusteigen, kurz gegen den Baum. Ich fahre gegen den Baum nicht mehr gegen, wenn der da die ganze Zeit gegen pinkelt, nee. Deswegen habe ich den Baum dahinter genommen. Sehr clever. Was, du pinkelst gegen den Baum dahinter? Oh, na klar. Da kann man ja gar keinen Baum mehr nehmen. Vor allem, was mir bei diesem Baum auffällt, da steht ein Stein hinter. Ich glaube, die haben da schon Maßnahmen genommen, nicht, dass wir noch umkippt von den ganzen Rennfahrern, die dagegen fahren. Wir haben den Baum gestürzt mit einem Stein. Damit er das auch aushält auf Dauer. Oh, Glückwunsch, du bist Zweiter. Oh, immer 2 Sekunden langsamer, Mann. Okay, Kirsche scheint auch den Vollgas gerade mit dem Vierten gefahren zu haben. Den was? Wie bist du die Vollgas gerade Vierter oder Fünfter gegangen? Wie bist du gefahren? Vierter. Aha, hast du auch festgestellt, dass es komischerweise mehr Topspeed ergibt? Ja, so 1 km/h mehr. Oder ja, aber was? Der bringt's auf der langen Gerade. Also ist Jonas vielleicht im Fünften gefahren? Nee, ich war auch im Vierten, okay. Hab gar nicht im Fünften geschaltet. Es ist lustig, aber das bringt tatsächlich mehr Topspeed. Okay, so. Dann Server konfigurieren, ohne R, da fehlt ein R, nach wie vor. Ein Rennen noch, ne? So, das Alpine Trail haben wir jetzt. Jupp. 8 Runden lang mit dem Z8. Den Alpine Trail. Aber Alpine wieder nicht die Haarnadelkurven. Rückwärts gespiegelt. Nee. Mit 8 Ründels. Oh Mann. Und mit dem BMW Z8. Oh, der fährt besonders gut mit Automatik an. Also da werden wir manuell Schalter das Nachsehen haben gleich. Nur beim Start bei 8. Nur beim Start. Und bei 8 Reset. Also muss man abwägen, je häufiger man plant zu resetten, desto mehr lohnt sich Automatik. Also Stevie. Ja. Was ist denn mal eine gute Farbe für den? Ne? Ich glaube, Rot ist nicht schlecht. Ich dachte, ich will mich auf der Strecke nicht sehen lassen. Ich dachte, ich versuche mal unsichtbar zu bleiben auf der Strecke. Ja, transparent, ne? Habe ich auch. Transparent. Ja, Camouflage. Warum fährt die Kirsche mit einem Ford TS5? ja. Geh noch ESC-Wagen wählen, nimm den richtigen. Also wirklich, Kirsche, schäm dich.
was auch immer da passiert. Ja, du hast den falschen Wagen gewählt, würde ich sagen. Ist der den schneller? Nee, der ist beschissen. Vielleicht wollte er dir eine Chance geben, Dennis. Das wollte ich garantiert nicht. Das ist doch gut, wenn er der Schlechter ist. Hör dir Geld nehmen. So großzügig. Ja, der TS50 ist nicht viel besser als das HSV-Coupé. Ein Wunder, dass wir das diesmal gar nicht hatten, irgendwie. Ja, das kam diesmal nicht dran. Wundere sich. Nicht dagegen! Oh, hier sind viele Unfälle, bessere Sicht. Ich sah's, komm! Ja, ja, ich auch. Also, ich meine, das ist halt eine gefährliche Ecke, vor allem wenn man nichts sieht und dann muss man da halt vorsichtig machen. Aber 8 Runden im Schnee. Achso, aber ich schneid's ja auch noch. Oh, nee, ich schneid nicht, aber wir haben Schnee hier liegen. Oh. Okay. Sowas wie Wetter gibt's doch hier so nicht. Blöde Hitze. Ja, stimmt, ja. Ja, geplantes Feature gestrichen. Aber Dennis und ich haben hier Schnee liegen. Aber ohne Einfluss. Ja. Ja, sonst, wenn das Einfluss hätte, würde das Ding aber sofort wieder runterfliegen, du. Ja, dann gibt's schon da Texturen, die überall nach Teer aussehen. Bäume, alles geteert. Natürlich. Du schaust so, Dennis, wieso sieht man hier alles so grau aus? Naja, so habe ich Grip, Mann! Ja. Ja. Oh. Weißt du, so ist krass, Mann! Gibt wieder Kopf. Fährt man perfekt, Mann! Nein! Acht Runden, das Ding, okay? Nee, 8 Runden. Boah, rutscht halt noch mehr darum, damit der Ruzi vorbei kann, oder wer immer da ist. Ich schon wieder dagegen! Immer fahre ich dagegen! Ja, erst ich, dann der Ruzi. Ach, hast du es nach vorne geschafft. Naja, ach, Mann, ich war die Kurven alle zu eng, ey. War immer gegen die Leitplanke. Ah, den nicht Song hatten wir letztes Mal auch. Nicht darüber! Ivi, was für eine Farbe hast du? Weiß? Aha. Wir haben die falschen Farben gewählt. Die Erster sind, die haben alle rot. Ivi, das Video wird wieder in Syrien nicht anguckbar sein. Ach, scheiße! Das ist der gleiche Song von letztes Mal. Guck mal, der war das genau gewesen. Ich hab den der ist das. Kein Herz für Flüchtlinge. Also, TRR ist für Flüchtlinge wieder ausgefallen. Warum? Für Flüchtlinge? Die Flüchtlinge sind ja denn schon alle hier. Ja, wir gut. Sind ja nicht mehr in dem Ring. Entschuldigung. Das war wirklich das Lied gewesen? Das war das Lied. Vito und Care anymore heißt das doch. Und das ist genau das, was gerade spielt. Ja, weißt du, die dürfen das nicht hören, halt dieses Vito und Care anymore, ne? Naja. Gute Musik dürfen die nicht haben. Aber mir kommt die Musik heute leiser vor als sonst irgendwie. Hm. Ich hatte ungewollt auf den Volumenregler geklickt gehabt am Anfang, also bevor wir gestartet haben, und habe das natürlich versucht wieder zu justieren und weiß nicht, ob ich die richtige Lautstärke so wieder erwischt habe. Die Cache ist gleich vorbei und das stört mich mega. Du hängst die ganze Zeit direkt vor mir und das stört mich irgendwie. Ja, aber du bist dichter gekommen, ich höre das doch. Ich bin genau an einer Stelle sehr nah an dich rangekommen und dann, seitdem hing ich hinter dir. Oh nein, du hast dich rangehangen. Ach, kein Wunder, dass er dich nicht abschütteln kann. Mit dem Haken, wa? Ja, das ist ein Gummihaken. Guck mal. Wie er mit dem Gesicht blockiert, das ist ja. Absicht. Ja, gemeine Taktiken hier. Oh, das war ein ASAC-Rekord. Jonas, wie viel ist das du so? 1,98. Papier. 1,68. Und dabei hast du was im Mund. Ja, ja. Ja, gegen dich kann ich nicht mithalten, Kirsche. Ich habe da meine eigenen Zeiten. Dich kann man da nicht als Referenz nehmen. Du bist sowieso immer Meilenweit besser. Ja, Meilenweit nicht. Also manchmal schon, aber hängst du aber immer noch ganz schön hinter mir. Oh, nicht immer. Ja, komm, ich wäre vorhin Fünfter geworden. Die Kurve hast du diesmal nicht so toll genommen. Das muss ich gleich ausnutzen. Nö. Heute war Kirche, aber man ging dann nicht so gut. Also. Und dann kommt ja noch Tomete, der sowieso alles gewinnt, was er nachfährt.
Nee, das war Deepstar. Ja, das war bei Nice. Ja, bei Nice gewinnt Deepstar alle Rennen, wenn er nachfährt. Deswegen will jetzt Deepstar. Alter, jedes. Egal wie ich es mache, ich bremse schon ab, um da wegzukommen. Ich knall immer gegen. Du bist da jetzt wieder vorbeigekommen, Kirsche. Das kann doch nicht sein. Deswegen will Diebster auch nie mehr mit uns zusammen Eis fahren. Nee, der will das jetzt immer nur noch nachfahren. Es ist schon bitter, wenn sich eine Runde gut anfühlt und Kirsche trotzdem vorbeizieht. Hab ich jetzt gelogen, Diebster? Ja, der will. Ich ärgere mich nur über den Controller im Spiel. Ich denke, mit die andere eine Rennung nie nachgefahren. Auch wenn es dann wieder geht. Die Runde war anscheinend doch nicht so gut. Das kann leider nicht, dass ich aber. Hätte man eine Weihnachtspause oder so einlege. Boah, was ist los, Kirsche? Ja, in zwei Wochen oder so. Ich denke mal, in der Weihnachts-Silvesterzeit werden wir safe nicht fahren, denke ich mal, oder? Wird das sich auf einmal so ab, das na, fällt ja nicht auf den Feiertag. Können wir ruhig fahren. Siehste? Ja, gut, Dennis kennt da nix. Ich bin über die Weihnachts. Über die Weihnachtszacke sowieso nicht bei meinen Eltern, weil. Ja, nö. Ja, ist ja klar, aber. Bei mir ist umgekehrt, ich bin bei meinen Eltern. Ich würde, aber nicht dadurch, nicht wenn wir jetzt den härteren Lockdown haben, geschweige denn auch die Zahlen. Und so. Na, dann kann man noch Rennen fahren, oder nicht? Ich glaube, das Urlaub, ich würde immer noch den Geiz fahren, ne? Also ich bin nächstes Wochenende noch da und danach bin ich dann 3 Wochen weg. 3 Wochen? Jupp. Okay, ja, dann bist du nicht mehr Erster. Ja, das kann was man ja nachholen. Da ist ja nur ein Rennen, was aber jemand verpasst. Woher weißt du, was denn, wann der Mama jetzt mit. Ja, müsstest du. Würde ich dir empfehlen, dass du ein Rennen irgendwie nachfährst, ja. Und wer weiß, wann wir hier mal mit Project Cars oder so anfangen, was immer ja, wir jetzt spielen. Ja, nee, ich hab das Spiel nicht. Na gut, aber wir haben viele Leute. Ja, du willst das eh nicht spielen, Stevie. Wir haben ja eh viele Leute dafür. Also. Da muss erstmal ein Generator. Ich kann's nur nicht mal. Ich kann's mir ja bestimmt mal leisten. Erstmal müssen wir uns für das Spiel entscheiden, ob wir den Generator noch fertig machen dafür. Also eigentlich kann man das auch einfach erstmal so spielen, ohne irgendeinen Generator zu gucken, wie es ankommt. Und wenn es dann interessant genug für genug Leute ist, dann klar muss man Season und Generator und sowas machen. Ja, Ace, wir nehmen weiß ich auch nicht, aber. Wir wollen bestimmt irgendwie im Januar zum Anfang damit dann bestimmt. Hat Tobi auch Zeit? Also wenn Simulation möchte ich möglichst eine haben, die VR-Support hat, weil ich komme mit Flat nicht so gut klar bei Simulation. Niemand, das heißt, hast du nicht irgendwas anderes irgendwo zu tun? Warte doch mal. Mach mal mehr Abstand. Ach so, nee. Ich will ja dranbleiben hier. Das ist schon richtig, dass ich halbwegs an dir dranbleibe. Ich fühle mich bedrängt. Vor mir ist keiner, hinter mir ist keiner. Ja, freu dich, jetzt habe ich Mist gebaut. Ach, endlich bin ich im Stalker los. Ja, was soll ich denn sagen? Einmal nicht richtig aufgepasst, weil ich die Zeit gucken wollte, aber. Mache ich hier aus irgendeinem Grund scheiße. Es war so unnötig, ach, aber okay. Ist ja schon nichts Neues, ne? Unnötige Fehler, das kann ich. Was soll ich denn sagen? Ja, wir können nur nötige Fehler. Ja. Ja, gut. Ihr habt's nötig, ja? Ja. Ja, oh Gott. Den Fehler hatte ich jetzt genau, nötig. Ohne Fehler würden wir auch immer Erster sein, genau. Ach Mann, ey, die Runde bin ich aber auch echt scheiße gefahren dadurch. Ja, ist immer größer geworden, der Abstand. Ach, das ärgert mich immer sowas. Ja, sowas Unnötiges. Das sind einfach wirklich Fehler, die müssen nicht sein. Naja, was soll's. So. Frag dich mal so rum, was für Fehler müssen denn sein? Ja. Na gut, wenn du jetzt aufs aber Risiko auch fährst, um eine gute Zeit hinzukriegen. Naja. Da musst du auch keine Fehler machen. Naja, um eine gute Zeit zu kriegen schon. Naja, Fehler, die durch normales Fahrfehler entstanden sind und nicht durch, weil man die Rundzeit angucken wollte. Tja.
Das wäre dann ein normaler Fehler und ja, okay. Aber nicht, weil ich eine Runze reingeguckt habe. Das war dumm, unnötig, bescheuert, dämlich. Beiden Runden. Komm um. Schöne Zeit in der letzten Runde. Ne, bei mir war der letzte Kram echt. Gar nicht. Oha, das war ein geiler Drift. Kommt hier so ein Leruti reingeschlittert. Das konnte ich jetzt gar nicht sehen im Rückspiegel. Du bist nicht weit genug gerutscht. Ja, allerdings. Ne, ich stehe irgendwie schräg, ungeschickt geparkt. Ah, den konnte man sehen. Ja. Kann man auch nicht mehr wechseln. Ach ja. Hinten gucken kann man auch nicht mehr. Aber mit der 1.18.56 bin ich zufrieden. Damit kann ich echt mit leben. Für Kirsche reicht's nicht, aber für meine Verhältnisse ist das eine super tolle Zeit. Was ist das Kirsche eigentlich gefahren? Da kommt wer! 18.30 in der letzten und vorher 18.30, glaube ich, war es. Mal gucken, was ist Kirsche gefahren? Oh, nochmal 14. geholt, war auch nicht schlecht, okay. Und sogar echt ein Zehntel schneller als die Bestzeit. Und das ist ja ein Auto, oder? Ach nee, doch, ja. Der Zehntel ist ja das schnellste Auto. Das war sogar eine ernst gemeinte Bestzeit. Wieder lang und wieder klappt so cool lang, wenn man als Jonas. Ne, der Tief 1.18, das wird schon schwierig. Oh Gott, ey, du bist aber auch stark, ey. Meine Güte. Okay, das war's.